Ja, hallo Freunde. Wir sind dabei, die Priester-Herausforderung zu machen und ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich spoilere mich auch nicht, auch wenn ich gerne wissen würde, was für Karten wir kriegen, aber ich starte einfach mal. Anduin gegen Lady Nazjahr. Okay, wir kriegen Murloc. Das Licht wird den Sieg bringen. Wir können zwar nichts im ersten Dingens ausspielen, aber ich glaube, ich lasse das mal so. Vor allen Dingen, er zaubert ja immer unsere Diener weg, ne? Beziehungsweise es kommen dann neue, die eins mehr kosten. Ich bin gespannt. Ich glaube, um das Feld ein bisschen zu vergrößern, setze ich natürlich lieber den hier und gehe Face. Ja, er reduziert natürlich mein Feld jetzt, ist klar. Alter, und macht seins größer. Uiuiuiuiui, das sah schon besser aus, Freunde. Schattengestalt. Aber ich glaube, ich nehme hier lieber den Kontrolleur. Ich mache das mal so. Bin ich zwar nicht zufrieden mit. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Er geht face. Nee, Mist. Uiuiuiui, dieses Mal sieht's aber nicht schlecht aus für ihn. Ich muss, glaube ich, eher ein paar ausspielen, ne? Ich hoffe, dass ich meine Erzählung gefällt. Um irgendwie überhaupt ins Spiel hineinzukommen. Sonst sieht das hier schlecht aus. Okay. Wir können gleich eine Karte klauen. Eine Karte klauen. Was wir natürlich auch tun. Aktiviere den Mentalkontrollomat Nice, TC-130. nice. Totstellen! Ja. Gestohlenheit. Okay. Ist gerade ein bisschen schwer, ne? Zwei, das gibt, würde vier geben. Alter, ist das blöd. Dich blöd. Das hier sind Vierer. Ich glaube, ich mache Verstohlenheit auf den Vierer. Und gehe einfach mal so, ne? Und gucke, was passiert. Alter. Haben die jetzt Ansturm? Nee, die haben keinen Ansturm. Okay. Alter, ernsthaft? Krass. Krasse Sache. Vernichte einen zufälligen Diener jedes Spielers. Lasst mich eure Meinung ändern. Dann würde ich sagen, probieren wir mal sowas. Ich habe Angst, dass der einen von denen angreift. Dieser. Ja, war zu befürchten. Nein, ausgerechnet gegen ihn. Warum nicht gegen ihn, Alter?
Gut, das ist nicht so tragisch. Wir hätten gewonnen, ne? Klar. Ich hätte jetzt gerne noch weitergespielt, einfach weil es mich neugierig gemacht hätte, was wir noch gekriegt hätten. Aber, ne? Und wir kriegen lebendig begraben. Wählt einen feindlichen Diener und mischt ihn in euer Deck. Ja, ist jetzt nicht der Burner, ne? Schade, ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft. Aber gut, so ist es nun mal. Und, ich verabschiede mich, weil ich muss mich schon bald mal bereit machen, um zur Arbeit zu gehen und so. Ne, ihr seht es immer noch unten links. Es ist jetzt 5:30 morgens und es ist heute der 7. Ja, der 7. Dezember. Einfach, damit ihr das mal so wisst, ne? Und, ja, ich freue mich schon auf die nächsten Episoden und mal gucken, was wir da dann tun, ne? Ich vermute mal, wie lange ist denn das Kartenchaos noch? Steht gar nicht, ne? Warum steht denn das nicht? Ich denke, das werde ich morgen am Morgen noch aufnehmen. Einfach, weil ich es kann. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und das Kartenchaos muss ich ja machen, weil ich habe hier auch noch eine Quest dazu, ne? Die habe ich schon länger. Die werden wir in Angriff nehmen. So, aber jetzt genug gequatscht und wir sehen uns morgen wieder, denke ich. Wenn nicht, dann sicher übermorgen oder so. Mal sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann und tschüssi. Kowski. Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Andere glauben, dass nur Geduld und eine gute Strategie zum Sieg führen. Krieg ist Täuschung und wird aus den Schatten heraus gewonnen. Nur Stärke und ungezügelte Macht sichern die absolute Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Hearthstone, Heroes of Warcraft.